Eine Provinz, Leute. Eine fucking Provinz. Konnte man sie nicht irgendwo... Irland, noch irgendwo... Badiak? Das ist auch noch ein... Ja, okay. Warum nicht? Ah, Dauphin. Dänemark kann dann seine Verbündeten mit in den Krieg rufen, aber nicht Jugoslawien? Aber es kann halt seine... Trier, Kastilien. Holzer hat keinen Bock mehr, scheiße. Tlimsen, wie auch immer man die Scheiße nennt, ist keine Bedrohung, weil die kommen eh nicht da hoch. Willst du nicht mal wieder einen Krieg mit, weiß nicht, Utrecht führen? Ja, Utrecht, komm. Wien würde kommen, weil... Dänemark ist der Teil des katholischen Glaubens. Ach. Okay, Moment. Ja. Wo hört denn das Kaiserreich auf? Ja, bei mir. Sehr gut. Scheiße. Ich bräuchte jetzt ein Land. Trier. Trier gebe ich mir. Und Dings käme nicht mit. Bremen, die Schweiz. Aber es ist halt. Schweiz, hör mal damit auf, die Unabhängigkeit von Trier zu garantieren. Was soll der Unsinn? Dauphin käme nicht mit. Ich müsste Schweiz auf jeden Fall rausbekommen. Ingolstadt, Orlamünde, das ist ja alles kein Hindernis. Aber Schweiz und Bremen, kann man da was machen? Nee. 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 Ach komm schon, ihr Arschlöcher, hört mal auf. Ich warte mal das Jahr ab, vielleicht ändern sie ja nächstes Jahr. Könnte ich Trier jetzt angreifen? Trier könnt ihr noch angreifen. Mit Jugoslawien, Großbritannien. Das Problem ist halt, Schweiz und Bremen und so. Ich meine, Elsass ist nicht groß, Ingolstadt nicht, aber Schweiz und Bremen und Dänemark ist dann doch schon so ein bisschen kritisch. Schweiz, Dänemark sind über 1 Million, nur 1,2 Millionen, 1,3. Ja, stimmt, und Dings kommen ja auch noch mit. Das darf ich nicht vergessen. Dänemark darf seine Verbündeten, ach stimmt, Dänemark darf seine Verbündeten suchen. Ach, ficken. Hey, auch noch Kastilien am Arsch. Ja, leck mich doch. Hört mal auf, hier zu garantieren, ihr Wichsgesichter. Auf ihn richtig Bock zu, ne? Ja, mein Puppe sind wieder voll. Ich passe nicht mehr auf. Ich bin so gewohnt, dass die so 3 Monate im Voraus angemeldet werden. Werden sie aber nicht. Scheiß alte Version.
fertig. Was ist der Fleck da noch? Fleckenstein. Ich glaube schon auch keine Anspielung auf Fleckenstein. Ja, schon mal besser als. Da kommt aber Dauphin wieder mit. Ach, ist das doch ein Kreuz? Also hier käme Dauphin schon mal nicht mit, aber da habe ich. Leck mich doch am Arsch. Ja, hört mal auf zu drillen, das bringt eh nichts. Das bringt's eh nicht mehr. Ich habe viel zu viel Armee und viel zu wenig Generäle. Wirst du schon wieder kriegen? Nee, du gehst nach Hause, okay. Ach, ich bin Giga-Ansprüche auf Fleckenstein. Ich könnte Trent direkt angreifen. Ich kann Trent nicht direkt angreifen. Ich kann einen Scheiß. Einen Scheiß kann ich. Warum? Spiel. Okay. Einen Scheiß kann ich. Schon wieder voll die Punkte. Ich krieg das nicht mit. Das ist, wenn man erstmal verwöhnt ist von der Tatsache, dass man es 3 Monate im Voraus mitgeteilt bekommt. Wenn es dann nicht mehr 3 Monate im Voraus mitgeteilt bekommt, dann ist man damit komplett überfordert. Das dauert ewig. Was wird denn billig? 6,19, 4,70. Nehmen wir mal das. Ich jetzt einfach mal ein Schweiz, glaube ich. Ich glaube, die Schweiz habe ich noch irgendwo permanente Ansprüche oder sowas. Das Schweiz, das ist Schweiz, ja, habe ich, okay. Leckt mich doch. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, Junge. Rüstungsverteidigung. Ah, 42. Ach. Ich habe wieder den ältestmöglichen gewählt. Hin. Nontron? Heißt der nicht Jontron? Okay. Die Felderwirtschaft. So. Fernkampf ist eine, die Nahkampf mit 1, ja. Nochmal neue Waffen, bei 75. Jetzt geht noch mindestens bis 75. Ja, Gebäude bin ich glaube ich durch. Ja. Ich würde am liebsten den mal direkt angreifen. Wofür bin ich denn eine Großmacht? Ich kann nichts tun. Ich bin halt echt komplett eingesperrt.
versucht und Utrecht Sizilien. Wenn wenigstens die Schweiz aufhören würde, da zu garantieren, weil das bekomme ich nicht platt, wenn die Schweiz damit drin ist. Ohne die Schweiz würde ich sagen, lass mal versuchen. Aber mit der Schweiz, vergiss es. Scheiß Schweizer, ey. Das ist ein Grund, warum die niemanden mag. Wie alt ist überhaupt mein Herrscher? Folge verlaufen der Scheiße. Oh, ich habe goldenes Zeitalter. Ich mach nochmal die Bonus dafür. Deutsch gibt's nicht, also muss ich es nicht sprechen. Gibt nur Süddeutsch. So. Ist das Teil des Reichs noch? Tatsächlich nein. Muss mal gucken. Ja, Kastilien. Aber nicht mehr, warum denn hier für Großbritannien? Kreuz mit euren scheiß Verbündeten. Was geht's? Ich bring mal Truppen in Position, also. Da war meine beste Chance, die ich habe, effektiv gesehen. Ich habe halt dann nur Jugoslawien. Gibt es den Kirchenstaat noch? Oh, tatsächlich. Ich habe noch meinen Vasallen. Nicht, dass der viel bringt, aber ich wollte es halt mal erwähnt haben. Oh, das sind gleich dänische Truppen. Ja, weil Dänemark auch da drüben ist. Schon erstaunlich, wo überall Dänemark ist. Ich finde, Dänemark ist viel zu überall. Ich weiß nicht mal, wo ich meine Truppen aufstellen soll, weil... Schwierig das Ganze. Vielleicht wird das noch so ein bisschen reduziert bekommen. Vergiss es doch einfach. Und ein Großteil meiner Armee. Die dann noch nach Süden werfen. Wegen Weil Kastilien. Mach ich vorher noch einen Backup von meinem Safe? Wie viele Truppen hat Dänemark? Dänemark hat gar nicht so viel, nur eine halbe Million. Ich habe 1,2. Machen die Schweiz da schon wieder? Die kämpft gerade gegen Dauphin. Ist da der Kirchenstaat dabei? Nee, der ist als Feind dabei. Oh.
So, einen Moment noch. Ich muss mal kurz noch was tun. Ich möchte den Spielstand irgendwie nicht kaputt machen. Wobei, ich habe ihn mit 7. Ich habe ja noch meinen anderen... Warte mal, diesen Krieg mit Dauphin, ja? Warte mal kurz. Hat die jetzt noch eine Bedeutung für die? Leider ja. Und da kommen die Penner nicht mit. Aber Kirchenstadt ist draußen. Imperialismus, Eroberung der Hauptstadt. Jugoslawien. Geht's los? Ja, gut. Hilft ja nix. Geht sogar noch. Also, wenn nicht gleich noch mehr reingerufen wird. Was wahrscheinlich passieren wird. Da wird ja nur noch 4 Armeeführer. 2. 3. So. Mal gucken, was ich wie erst beobere. Bisschen was noch zurückhalten. Noch nicht besetzt. Gerade ist neuer Land schon wieder tot. Leck mich doch. Oh, Münster will auch mitspielen. Ja, klar. Warum nicht? Ich habe auch gerade erst. Habe ich die nicht gerade erst? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, ich kann Verbündeten in den Krieg rufen. Das ist nur England, aber ruft zu den Waffen. Jeder Verbündete zählt. Und wenn sie nur, ich hab minus, was ist das? Ich bin nicht ganz sicher. 1.803.126,296? Oder sind das schon Milliarden? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben mehr. Ja, ich glaube, da geht was. Ich brauche nur 2 Provinzen, ehrlich gesagt. So, dann erobern wir mal, ach stimmt, immer in Zweiergruppen, habe ich ganz vergessen. Wir wollen immer Zweiergruppen machen. Aus Gründen wollte ich ja immer nur noch Zweiergruppen machen. Aber müsste Dänemark nicht in der Lage sein? Ich pass mal lieber auf, nicht, dass plötzlich Kastilien... Dem schicke ich mal noch einen Trupp mit rein, für den Fall, dass Dänemark plötzlich wieder angreift. Wo läufst du hin? Lüneburg, okay. Dann muss ich meine Armee, die jetzt nach dem Weg nach da unten ist, ja wieder nach da oben schicken. Kastilien hat keinen Bock, finde ich gut. Ich weiß nicht, warum Kastilien keinen Bock hat, aber...
Ach, ich kann auch mehr in den Krieg rufen. Wie viele Gefallen habe ich da? Ja, lass mal auch noch rufen. Ruf zu den Waffen, Leute. Jetzt wird alles gerufen. Nun habe ich... Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Aber kann Polzak nicht Russland? Russland konnte man hier schon gründen, ne? Ja. Aber ich glaube, ich habe irgendwie viermal so viel wie die. Da kommt Jugoslawien, wird auch marschiert, ist auch nicht mehr. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich brauche wirklich nur noch Rostock. Nochmal prüfen. Brauche ich wirklich nur Rostock? Ich brauche wirklich nur Rostock und Frieden. Ugh, sehr krank. Die Frage ist dann, übernehme ich die neuen Ideen? Habe ich die beim letzten Mal übernommen? Oder habe ich immer noch nicht bis zum deutschen Ideen übernommen? Glaubt nicht, Leute. Es passiert. Es passiert wirklich.